Ja, während noch die letzten technischen Dinge gerichtet werden, darf ich vielleicht doch meiner Freude Ausdruck verleihen, dass auch jetzt zur zweiten Vorlesung Sie so zahlreich erschienen sind und dass wir heute sozusagen in die Geschichte und die Gegenwart der Saalzone einsteigen. Ich freue mich ganz besonders, dass auch einige im Märchen wieder anwesend sind. Und ganz besonders heute möchte ich begrüßen unter uns Herrn Pius Siller, der auch einer der Mitbegründer, Urväter, wie auch immer ich es titulieren soll, von Theologie Interkulturellen ist. Und ich freue mich sehr, dass du da bist und Michael Raske wieder da ist und Johannes Hoffmann wieder da ist. Und wir so eine ganz tolle Mischung von Kolleginnen und Kollegen hier haben, aber auch natürlich begrüße ich vor allen Dingen alle Studierenden, die sich eingefunden haben und die jetzt bestimmt auch neugierig sind. Ich weiß, du hast viele Folien vorbereitet, deswegen fasse ich mich kurz, lass nebenbei noch ein paar Flyer rumgehen und wünsche dann einen guten Vortrag und gutes Zuhören und viele Fragen. Ja, guten Tag und Abend und zu den Begrüßungen möchte ich auch hinzufügen, dass Professor Mamadou Diawara hier ist. Er ist derjenige, der mich in der Ethnologie begleitet hat. Und zwar bei meiner Magisterarbeit über den Tschad. Das Buch wird ja in den kommenden Wochen erscheinen und er hat mir dabei sehr, sehr viel geholfen. Also willkommen. Heute wird es um Gegenwart und Geschichte gehen im Sahel. Und dabei geht es vor allem darum, die Bühne aufzustellen, weil wenn man eine Theologie vor dem Hintergrund einer gewissen Region treiben möchte, dann muss man auch diese Region kennen, also die Bühne aufstellen. Das ist das Ziel eigentlich der heutigen Sitzung. Aber der Sahel kann man nicht einfach so vorstellen, man muss das im Gesamtgefüge von Afrika vorstellen. Deshalb wird der Sahel immer vor dem Hintergrund der afrikanischen Gegenwart und der afrikanischen Geschichte vorgestellt werden. Also Geschichte, warum? Weil man eigentlich sich selber nicht gut kennen kann, ohne die eigene Geschichte zu kennen. Also wer Afrikaner kennen will, muss die afrikanische Geschichte auch kennen. Wer den Sahel kennen will, muss sich auch mit der Geschichte der Sahel befassen. Geschichte erklärt Identität. Also drei Punkte. Bevor wir über den Sahel überhaupt sprechen, müssen wir also im Allgemeinen über Afrika sprechen. Also allgemeine Dinge. Und dann werden wir auf die Gegenwart und auf die Geschichte des Sahel zu kommen. Vielleicht wissen einige hier nicht, dass Afrika eigentlich nicht Afrika heißt. Afrika heißt Al-Kebulan. Also der Name Afrika kommt von den Römern als Bezeichnung von Tunesien, also Karthago, das Gebiet von Karthago herum. Und im Nachhinein sind dann Araber dazu gekommen und haben von Ifriqiya gesprochen. Aber wie haben Afrikaner selber, beziehungsweise Äthiopier und Armenien, Afrika, also ihr Kontinent benannt, die haben Afrika Al-Kebulan genannt. Das bedeutet Mutter der Menschheit, Al-Kebulan. Aber das ist in Vergessenheit geraten und heute sprechen wir alle von Afrika, wenn es um diesen Kontinent geht. 30.370.000 Quadratkilometer, das ist ungefähr so viel wie die USA, China, Indien, Osteuropa, Italien, Deutschland, Frankreich und Spanien, Belgien,
ja, Holland, Portugal zusammen und dabei wird noch Platz geben. Also Afrika ist riesig. Das ist wirklich ein großer Kontinent. Bevölkerungsmäßig gibt es nur 1 Milliarde 300 bzw. 400.000 Menschen, die dort wohnen. Das bedeutet die Bevölkerung von Indien. Das bedeutet auch, dass Afrika unterbevölkert ist. Also das hört man nicht oft. Das bekommt man nicht oft zu hören. Aber Afrika ist eigentlich menschenleer. Menschenleer in dem Sinne. Bevölkerungsdichte 46 Personen pro Quadratkilometer und durchschnittsaltermäßig 25 Jahre. Ja. Die Hauptreligionen, das kennen Sie ja, Christentum fast 50%, Islam 42%, traditionell afrikanische Religionen 8%. Wir haben 55 Staaten plus eins, weil Westafrika noch nicht als Staat anerkannt wird, und über zwischen 1250 und 3000 Sprachen. Also es ist wirklich ein Kontinent im richtigen Sinne des Wortes. Und Afrikaner sehen sich auch nicht ähnlich aus. Da sind laute afrikanische Gesichter. Afrika, das ist sozusagen, diese Gesichter sind sozusagen das Ergebnis der Geschichte von Afrika. Also wenn man sagt, Afrika ist der Kontinent von schwarzen Menschen, das stimmt nicht mehr. Weil es mittlerweile sehr viele schwarze Menschen in den USA, in Brasilien gibt. Also Afrika ist nicht nur Schwarzafrika. Verschiedene Gesichter sind dort zu sehen. Also wenn man von Afrika spricht, dann hören wir natürlich im Hintergrund, was aus den Medien uns von Afrika gesagt wird. Kontinent der 3 Ks, wie man so schön früher mal gesagt hat. Ich weiß nicht, ob man immer noch so sagt. Katastrophe, Krankheit und Krise. Jedes Mal, als ich die Tagesschau, also bei der Tagesschau dabei war, kommt immer vor, dass Afrika irgendwie in Verbindung mit Krankheit, Krise oder Krieg irgendwie auf irgendeine Form steht. Dabei gibt es auch gute Nachrichten in Afrika. Flächenmäßig ist Afrika also der zweitgrößte Kontinent nach Asien. Und Afrikaner machen nur 16% der Weltbevölkerung aus. Aber es gibt ein rasantes Bevölkerungswachstum. 2050 wird man 2,5 Milliarden Afrikaner haben, wobei man 100 Jahre davor nur 250 Millionen hatte. In unseren afrikanischen Ländern ist die Frage, kommt immer wieder die Frage auf, auch mit Bezug auf Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas und auch das entwickelteste bzw. zurzeit, ob Bevölkerungswachstum etwas mit der Entwicklung zu tun hat. Weil man geht ja immer davon aus, dass bei vielen Menschen mehr Armut herrscht. Stimmt das? In Nigeria gibt es fast 250 Millionen Menschen, aber Nigeria ist die erste wirtschaftliche Macht Afrikas. Also die Frage bleibt offen. Was Bevölkerungswachstum angeht, hier habe ich von der Webseite der UNO diese 2 Grafiken herausgeholt. Und hier können Sie die Bevölkerung Afrikas, hier, die Gesamtbevölkerung Afrikas in den kommenden Jahren sehen. Und dabei gibt es sehr viele junge Leute. Es heißt, in 2050 wird unter 4 junge
Menschen, also irgendwas, ein Afrikaner geben. Also unter 4 jungen Menschen gibt es einen Afrikaner, einen afrikanischen Jungen. Also die Bevölkerung wächst sehr, 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 sehr schnell. Aber Afrika ist auch die Wiege der Menschheit. Und das sage ich als Tschadda. Weil der älteste, der bekannteste Vormensch, also nicht Urmensch, sondern Vormensch, kommt aus der Sahelzone. Also der erste Vertreter unserer Spezies sozusagen ist ein Sahelianer. Sahelanthropus tschadensis. Vor 6 bzw. 7 Millionen Jahren hat er gelebt um den See Tschad herum. Und sein Schädel wurde entdeckt von Forschungsteam von Michel Brunet, der ein französischer Paläoanthropologe ist. Und ja, seitdem hat man nichts Älteres gefunden, seitdem. Aber wir wissen, dass der erste Vertreter unserer Gattung, also Homo sapiens, eher aus Ostafrika oder etwas südlicher herstammt. Vor diesem Hintergrund sagen Michel Brunet und Yves Coppens, unsere Vorfahren waren alle Afrikaner. Wir sind alle Afrikaner. Das wissen wir schon, aber wenn man das gehört bekommt, das ist schon mal noch mal beeindrucksvoller. Wir sind alle Afrikaner. Wir sind auch alle Menschen, die auf Migration sind, Homo Migrans. Seit Beginn der Menschheit ist der Mensch immer gewandert, von Afrika aus, überall auf die ganze Welt. Also, wenn der Mensch tatsächlich hier, also unsere Gattung Homo sapiens hier entstanden ist, ist er dann über den arabischen Insel hier nach Europa gekommen. Also seine Vorfahren, der Vorfahren von Homo sapiens waren schon mal in Europa und das sind die Vorfahren vom Neandertaler. Und von hier aus ist er noch weiter nach Asien und über Asien hier dann nach Amerika. Und bis er hierher kam, sind wir schon vor 10.000 Jahren dort angekommen. Aber Afrika ist auch der Kontinent vieler Reiche, Königsreiche vor allem. Das bekannteste ist natürlich Altägypten, Wiege der menschlichen Zivilisation. Und hier möchte ich auch eine Innenperspektive auf die Geschichte des Altägyptens einbringen, und zwar mit dem Beitrag von Cheikh Anta Diop. Das ist ein senegalesischer Ägyptologe. 2070, schon seit den 60er Jahren, hat er die These aufgestellt, dass die Begründer, die eigentlichen Begründer des Altägyptens, eigens schwarze Menschen waren, zu einer Kolonialzeit. Das war unheimlich für viele Wissenschaftler auch, bis zu der sogenannten Kairo-Konferenz der Ägyptologen 1974. Und dort hat man tatsächlich auch wissenschaftlich anerkennen können, dass die Begründer des Altägyptens tatsächlich viel dunkelhäutiger waren, als man bisher meinte. Afrika, vor allem die Sahelzone, hat sehr viele Reiche, Königsreiche hervorgebracht. Also auf dieser Karte können Sie die drei Gebiete, wo man viele afrikanische Reiche im Laufe der Jahrhunderte sehen kann. Also hier um Äthiopien herum, Aksum, Äthiopien, aber auch hier Kongo-Königsreich, Lunda, also das sind die Bantu-Königsreiche und in der Sahelzone in Westafrika. Hier gab es viel, viel mehr Königsreiche als anderswo in Afrika. Aber darauf werden wir noch zu sprechen kommen.
Bevor wir über die Sahelzone sprechen, wollte ich einen Film zeigen, das noch mehr über die Geschichte der Sahelzone mehr Informationen geben kann, die uns dabei helfen können, die Bühne besser aufzustellen. Die Bühne Afrika ist aufgestellt in Gegenwart und Geschichte. Jetzt wollen wir uns auf die Sahelzone fokussieren, und zwar die Sahelzone heute, die Gegenwart. Sahel, das kommt aus dem arabischen Sahel, das ist diese Übergangszone zwischen Sahara-Wüste und die Savanna-Zone und auch die viel tropische und Regenwaldmeer im Süden. Dort regnet es 3 bis 4 Monate im Jahr. Es gibt sehr viele Rohstoffe und Bodenschätze, wie wir schon bei der letzten Sitzung gesagt haben. Und was vielleicht viele nicht wissen, ist, dass es viel große Reserven an Süßwasser gibt in der Sahelzone. Es gibt zwar Trockenheit überall, Dürre, aber Süßwasser gibt es in Fülle. Hohe Geburtsraten und junge Bevölkerung, davon haben wir für Afrika als Ganze schon gesagt. Das müssen wir auch für die Sahelzone noch deutlicher machen, denn die jüngsten Afrikaner wohnen in der Sahelzone, beispielsweise Niger. Das Durchschnittsalter in Niger beträgt weniger als 18 Jahre. Man ist sogar von 15 Jahren ausgegangen. Also welche sind diese Länder der Sahelzone? Burkina Faso ist eine Republik. Über 20 Millionen Menschen wohnen dort. Relativ klein im Vergleich zu den anderen Ländern. Die Hauptstadt ist Ouagadougou. Dort wird Französisch als Amtssprache gesprochen. Aber es gibt auch sehr viele andere Sprachen, Dioula, Gourmanche, More, Pula, gesprochen. Die Religionen, Islam ist die Mehrheitsreligion mit 60%, das Christentum kommt als zweite mit 25% und traditionell afrikanische Religionen mit 15%. Also was ist mit traditionell afrikanischen Religionen gemeint? Das ist das, was man früher Fetischismus bzw. Animismus genannt hat. Das ist aber sehr nicht positiv beladen. Deshalb sprechen wir jetzt eher von traditionell afrikanischer Religion. Wenn man tatsächlich von Animismus spricht, dann geht man davon aus, dass Dinge animiert sind. Also wer daran glaubt, dass Dinge animiert sind, ist ein Animist. Das sieht aber nicht positiv. Das ist keine positive Bezeichnung, denn in vielen afrikanischen traditionellen Religionen gibt es auch tatsächlich der Glaube an einen Gott, an Schöpfergott. Also man spricht nicht mehr von Fetischismus oder Animismus, man spricht von traditionell afrikanischer Religion. Die Währung ist die Franc CFA. Kommt noch aus der Kolonialzeit und der jetzige Präsident ist der junge Ibrahim Traoré, 33 Jahre alt. Dann haben wir Mali, ist auch eine Republik, 21 Millionen Menschen, riesig, ein riesiges Land, über 1.200.000 Quadratkilometer, die Hauptstadt ist Bamako. Viele Sprachen werden gesprochen. Vor kurzem hat man eigentlich Französisch nicht mehr als Amtssprache, sondern einheimische Sprache gewählt, ausgesucht. Es wird auch Senufo gesprochen, Sarakole. Die Dogons sind auch sehr bekannt, in der Ethnologie vor allem. Die Fulbes, die Fulatas, Fulanis und Tuaregs gibt es auch dort. Islam ist die Mehrheitsreligion, das Christentum. Es gibt nur vielleicht 3%, nicht mehr Christen dort. Und die anderen gehören der traditionell afrikanischen Religion an.
Der jetzige Staatspräsident ist Assimi Goïta, ist auch genauso wie Ibrahim Traoré nach einem Coup d'État, also ein Machtumsturz, an die Macht gekommen. Dann haben wir Niger. 24 Millionen Menschen wohnen dort. Hier ist der Niger. Auch riesig, 1.267.000 Quadratkilometer. Die Hauptstadt ist Niamey, irgendwo hier. Französisch ist die Amtssprache. Hausa wird auch gesprochen, auch Tamacek, die Sprache der Tuaregs. Der Islam ist auch hier die Mehrheitsreligion mit 98% der Bevölkerung und alle anderen Religionen zusammen bilden nur 2% der Bevölkerung aus. Der jetzige Präsident, er ist nach einem Machtumsturz wurde er Präsident, und zwar am 30., also vor ein paar Monaten erst, Juli. Senegal zählt auch zu den sahelischen Ländern mit 17 Millionen Menschen, relativ klein, also mit Burkina Faso und Gambia bilden diese Länder die kleinsten landflächenmäßig Länder der Sahelzone. Dakar ist die Hauptstadt, Französisch wird dort gesprochen, aber auch Wolof, Serer, Poular, Djola, Malinke oder Bambara und Soninke. Der Islam ist auch die Mehrheitsreligion dort mit 90% der Bevölkerung und das Christentum bildet nur 5% der Bevölkerung. Der jetzige Präsident ist Macky Sall. Er wird aber in ein paar Monaten, im Februar schon, am Ende seiner Amtszeit gelangen. Dann kommt der Tschad, das ist auch eine Republik, 17 Millionen Menschen, 1.284.000 Quadratkilometer, liegt im Zentrum. Also wir Tschader sagen gern, der Tschad liegt im Herzen Afrikas. Ja, also, aber das sage ich als Tschader und das ist sehr subjektiv. Französisch und Arabisch sind die Amtssprachen dort. Also der Tschad ist zweisprachig, offizielle Sprachen. Dann haben wir auch über 120 andere Sprachen, von den wichtigsten Sara, Guran, Mundang, Bagirmi oder Kanembu. Der Islam bildet auch hier die Mehrheitsreligion mit 55% der Bevölkerung und das Christentum bildet 35%. Traditionell afrikanische Religionen 10%. Der jetzige Präsident ist Mahamat Idriss Deby Itno. Sein Vater war 30 Jahre lang Präsident, ist 2020 getötet worden während eines Krieges und er hat dann die Macht übernommen, auch ein Coup d'État. Selbst wenn er selber sagt, das sei kein Coup d'État. Dann haben wir auch Nordnigeria vor allem, gehört auch zur Sahelzone. Das bevölkerungsreichste Land Afrikas mit offiziell sind es 222, aber man geht davon aus, dass es viel mehr ist. Vielleicht über 250.000, 400 also Menschen, die dort leben. Die Hauptstadt ist Abuja, dort wird Englisch als Amtssprache verwendet. Dann gibt es auch über 200 anderen Sprachen und Ethnien, unter denen man auch Hausa, Igbo und Yoruba als Sprachen kennt. Religionsmäßig bildet der Islam die Mehrheitsreligion und das Christentum hat 40% der Nigerianer sind Christen. Der jetzige Präsident heißt Bola Tinubu, er ist vor ein paar Monaten noch zu Präsident gewählt worden. Dann haben wir auch den Sudan. Der Sudan gehört auch zur Sahelzone, obgleich man nicht viel davon spricht, ist auch ein großes Land, sehr bevölkerungsreich, also im Vergleich zu den anderen sahelischen Ländern, immerhin 46.000 Menschen, die dort leben.
ist auch flächenmäßig riesig, 1.840.600 Quadratkilometer. Die Hauptstadt ist Khartoum. Arabisch und Englisch sind die Amtssprachen und viele andere Sprachen noch. Religion, Islam bildet auch hier die Mehrheitsreligion, das Christentum nur 15% und der Präsident heißt Abdel Fattah al-Burhan. Der Sudan, wie Sie wissen, ist zurzeit noch im Krieg. Es gibt noch andere afrikanische Länder, die zur Sahelzone dazu gehören. Eritrea auch, rein geografisch kann man von Eritrea sprechen, aber Gambia auch und Mauretanien. Also in dieser Vorlesung werden wir nicht viel auf diese drei Länder eingehen, aber immerhin, es ist gut zu wissen, dass die auch manchmal dazu zählen. Welche Gemeinsamkeiten gibt es unter diesen vielen sahelischen Ländern? Welche Herausforderungen? Die wichtigste ist natürlich die Migration. Das ist nicht nur in Bezug auf Europa, sondern auch in Bezug auf Afrika selber. Weil diejenigen, die aus Afrika hierher kommen, das sind nicht die Ärmsten. Die gehören nicht zu den ärmsten Afrikanern. Das sind manchmal diejenigen, die schon an die zur mittleren Unterschicht gehören. Und viele, die schon eine gute Ausbildung haben. Also Fachkräfte, die für Afrika nützlich sein können. Das bedeutet, Migration ist auch ein Drama für afrikanische, vor allem sahelische Länder. Warum eigentlich Migration? Warum kommen viele Menschen von der Sahelzone und von aus Afrika hierher? Viele sind zunächst mal auf der Suche nach einem besseren Leben. Also, sprich, Instabilität innerhalb der Staaten, beziehungsweise Diskriminierung, beziehungsweise politische Verfolgung und so weiter. Aber etwas, das wirklich auch eine sehr wichtige Rolle spielt, ist, was ich Glanz und Glorie Europas aus den Medien und in der Bildung nenne. Nämlich, dass wenn man von Afrika aus die Medien, europäische Medien sieht, dann wird Europa natürlich unter dem besseren, also schönsten Licht sozusagen gestellt. Alles, was hier nicht so gut läuft, kommt natürlich dort nicht vor. Insofern haben viele junge Menschen den Eindruck, ja, hier ist alles gut, also man kann hier eigentlich gut leben. Was aber nicht immer stimmt, wenn man sieht, was sie auf sich nehmen müssen, auf den Weg hierher und selbst wenn die in Europa sind, wie es schwierig manchmal ist, einen Job zu bekommen und sogar eine Wohnung manchmal zu bekommen. Außerdem muss man auch sagen, dass unsere Bildung sehr extravertiert ist, vor allem in den ehemaligen französischen Kolonien. Dort wird sehr viel von Europa als der Kontinent überhaupt gesprochen, also die schönen Seiten Europas. Und sogar die Geschichte Afrikas wird nicht so wahrgenommen von den Studierenden und Schülern vor Ort. Viele Afrikaner kennen besser die Geschichte Europas als die Geschichte ihres eigenen Landes. Insofern lebt man in Afrika, aber im Geist ist man immer schon in Europa. Extravertiertheit, extravertierte Sichtweisen, extravertierte Denkweisen auch. Ein Mitbruder von mir sagte in einem Artikel, den er geschrieben hat, viele junge Afrikaner sind eigentlich von ihrer Ausbildung her programmiert, nach Europa zu kommen und zu leben. Das ist ein großer Fehler, ein Riesenfehler, die leider immer noch fort besteht. Und es ist auch unmöglich, die Grenzen, die sahelischen Grenzen zu kontrollieren. Die sind porös, wie wir beim letzten Mal schon gesagt haben. Und die Landflächen sind so riesig, dass ja,
man kann so viele Polizisten dort oder Soldaten dort stellen, wie man will. Es ist einfach unmöglich, alle Grenzen zu kontrollieren. Und wir haben ja von der Geschichte der Sahel gehört, viele der Reiche, Königsreiche und auch unter den Reichsten, zum Beispiel das Königreich Mali, waren ja in der Sahelzone. Aber heute gehören fast alle sahelischen Länder zu den ärmsten der Welt. Unter den 10 ärmsten Ländern der Welt findet man 4 in der Sahelzone. Mali, Tschad, Niger, Burkina Faso. Immer noch. Was ist da los, würde man fragen. Eine andere Herausforderung, eine gemeinsame Herausforderung für alle sahelischen Länder, ist der islamistische Terrorismus und die staatliche Instabilität. Der Auslöser war der Umsturz Gaddafis durch die NATO. Also vor 10 Jahren ungefähr hat die NATO mit Frankreich an erster Stelle Gaddafi eigentlich in der Folge des sogenannten arabischen Frühlings verfolgt und sogar getötet. Also nicht direkt, aber man hat ihn eben mit Hilfe der NATO, dann ist er ums Leben gekommen. Dadurch ist sein Land, also Libyen, in chronischer Instabilität geraten. Und wer Libyen kennt, weiß, dass dort viele Waffen, die Umlauf waren mittlerweile. Und so gab es einen großen Waffentrafik in der ganzen Sahelzone. Und viele Länder des Sahels wurden nacheinander destabilisiert. Man hat zunächst mal von Fundamentalismus gesprochen. Hier ein paar Namen zu diesen Terroristen, die meinen, den Dschihad zu führen. Aber Dschihad aus der Perspektive der Muslime ist etwas Gutes an sich. Das ist nichts, was so verwerflich, also wirklich auch bösartig einfach, wie der islamistische Terrorismus ist. Aqmi al-Qaida im islamischen Maghreb, die sind vor allem sehr aktiv in den sogenannten Dreiländer-Eck, Mali, Burkina Faso und Niger an der Grenze, Mujaho, Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest, Ansardin, MNLA, das sind eigentlich keine Terroristen als solche, aber das sind immerhin Rebellen. Durch die hat dann der Krieg, also die Instabilität in Mali begonnen und dadurch sind dann die französische Armee dorthin gegangen, um den Krieg zu stoppen und sind dann geblieben, also zu lange geblieben, bis sie dann vor kurzem ausgetrieben worden sind. Boko Haram ist vor allem im Nordnigeria, im Niger und im Tschad tätig. Ich wollte einfach 2 Bilder auch von diesen islamistischen Terroristen zeigen. Die beiden sind schon gestorben, aber immerhin. Mokhtar Belmokhtar, er ist 1972 geboren, hat sich in Afghanistan aufgehalten, ist dann in mehreren dschihadistischen bzw. islamistischen Terrororganisationen tätig gewesen, bevor er dann bei Aqmi und Mujaho auch der Anführer war. Abu Bakr Shekau, den kennt jeder, das ist der Anführer von Boko Haram, auch 72 geboren, er ist einer der Schüler des Begründers dieser Bewegung, der terroristischen Bewegung, Mohammed Yusuf, und er ist auch, gestorben. Genau. Also, das ist die Sahelzone heute. Gute Nachrichten gibt es, aber leider nicht viele. Wenn man auch von einer Innenperspektive und von einer Außenperspektive betrachtet. Also, die Sahelzone früher, davon haben wir schon im Film viel gehört,
Ich möchte nur noch daran erinnern, dass Afrika, der Königsreiche, wenn dieser Afrika heute arm ist, dann ist es auch deswegen, weil seine Geschichte nicht friedlich war. Und zwar, diese Geschichte war von drei Ereignissen, die Afrika wirtschaftlich, politisch, aber auch wissenschaftlich einfach schwach gemacht hat. Der atlantische Sklavenhandel zum einen, aber davor schon der arabische Sklavenhandel seit dem 9. Jahrhundert und natürlich den Kolonialismus. Der atlantische Dreieck Sklavenhandel, worum ging es eigentlich? Europäer aus Großbritannien, Europa, Frankreich, Spanien, vor allem Holland, kamen an den Küsten Afrikas mit Waren, unterschiedliche Waren, also sprich auf der Schule hat man daran erinnere ich mich noch, vom Hut gesprochen, Kleider und Schuhe, all das, was man so braucht und irgendwie für damaligen Afrikaner so sehr modern geklungen hat. Man hat das hier gebracht und dann hat man natürlich viele Sklaven umgetauscht. Die mussten mit Schiffe nach Amerika, in den ganzen Küsten hier gebracht werden, wo sie an unterschiedlichen Plantagen gearbeitet haben. Und das Produkt, das dort produziert wird, Zucker, Wolle oder was auch immer, wird dann wieder nach Europa verschifft, wo man diese Kleider und alle die Dinge wieder herstellt. Und die bringt man wiederum nach Afrika, holt sich Sklaven und weiter. Und das ging über 400 Jahre. Vom arabischen Sklavenhandel gibt es leider nicht viel Dokumentation, aber man geht davon aus, dass bei dem atlantischen Dreieck Sklavenhandel spricht man von mindestens 12 Millionen Menschen, also einige afrikanische Historiker sprechen sogar von 100 Millionen Menschen. Also bei einer Bevölkerung zu dieser Zeit war ganz Afrika 50 Millionen Menschen besetzt. Also über die Jahre über 12 Millionen Menschen, die vor Ort angekommen sind. Ja, das bedeutet, die Mehrheit davon ist unterwegs gestorben. Das ist schon viel. Das ist sehr viel. Was den arabischen Sklavenhandel anbetrifft, da gibt es nicht viele Zahlen, aber man geht davon aus, dass es noch mehr gab. Ja, von den sahelischen Reichen haben wir schon viel gehört. So spreche ich automatisch von europäischen Kolonialismus. 1885 in Berlin wurde also Afrika wie ein Kuchen aufgeteilt. Also man hat eben gesagt, ja, das ist der Bismarck, der hier ist, der bemalt ist, Bismarck. Er hat Afrika ganz brav aufgeteilt. Und erst im Nachhinein haben die europäischen Mächte dann Afrika erobert. Nicht immer durch Kriege, nicht immer, sondern auch durch Betrug manchmal. Nur ein Beispiel. Im Königreich von Bagirmi kamen die Franzosen und meinten, den dortigen Führer bzw. Leader, die können Waffen zur Verfügung stellen gegen einen anderen Kriegsführer, Rabah hieß er, zur Verfügung stellen, also Waffen zur Verfügung stellen, aber dafür dürfen Franzosen sich aufhalten im Königreich. Aber im Nachhinein haben die Menschen aus Bagirmi, also Königreich Bagirmi, festgestellt,
dass ihnen die Macht eigentlich entrungen ist, dass die nicht mehr Herr im eigenen Land, im heiligen Königreich waren. Also aus unterschiedlichen Arten und Weisen haben also europäische Mächte Afrika erobert. Selbst nach der Unabhängigkeit ist Afrika noch nicht aus der Klemme. Nach der Unabhängigkeit kam die Zeit der afrikanischen Offiziere. Was haben diese afrikanischen Offiziere gemacht? Die haben zwar für die Unabhängigkeit ihres Landes gekämpft, aber als sie selber an der Macht kamen, haben sie Kolonialstrukturen beibehalten. Also, die sind sozusagen Kolonialherren im eigenen Land geworden. Und das hat natürlich, das ist eine Struktur, dass die jeweiligen Länder nicht, also wirtschaftlich, politisch nicht geholfen hat. Es gibt aber für die jüngere Generation eine Ausnahme, Thomas Sankara. Er ist ein Diktator, genauso wie die allen anderen. Aber er ist mittlerweile so ein Symbol geworden. Warum? Weil er für Selbstständigkeit bzw. für die Autonomie der afrikanischen Länder, vor allem für sein Land, gekämpft hat und dafür auch gestorben ist, und zwar gegenüber Frankreich. Er ist ermordet worden von seinem besten Freund, der dann an der Macht war, Blaise Compaoré. Aber französische Geheimdienste waren natürlich dahinter. Und so hat man zu dieser Zeit von der goldenen Zeit der Françafrique gesprochen. Was ist die Françafrique? Françafrique ist eine Organisation von französischen Politikern und afrikanische Politiker zu Ungunsten afrikanischer Bevölkerung. Was bedeutet das genau? Also, das bedeutet, dass die französische Regierung und französische Firmen Zugang zu Rohstoffen haben, und zwar mit der Mittäterschaft von afrikanischen Machthabern bzw. Staatspräsidenten. Das Geld aber wird nicht zugute des Landes verwendet, sondern geht in die Kasse der afrikanischen Anführer und der französischen Politiker. Man hat sogar davon gesprochen, dass Frankreich als Land nicht so sehr davon profitiert hat. Deshalb gibt es auch innerhalb Frankreich heutzutage sehr viel Kritik gegenüber die Françafrique, die immer noch nicht gestorben ist. Selbst wenn die französische Regierung sagt, es sei schon Geschichte. In den 90ern kam den sogenannten Wind der Demokratie. Es gab viel Hoffnung dann auf eine Erneuerung, beziehungsweise, dass es mehr Freiheit einfach gibt, dass es mehr Entwicklung in der Sahelzone und überall in Afrika gibt. Ist aber nicht der Fall gewesen. Multipartismus war tatsächlich, man konnte Multipartismus erleben, aber man hat gemerkt, wie eigentlich die Lage sich überhaupt nicht verändert hat. Die Zivilgesellschaft hingegen, inklusive die Kirche, also die katholische, evangelische Kirche, haben eine sehr wichtige Rolle gespielt. Selbst in der sahelischen Zone, wo das Christentum eigentlich eine Minderheitsreligion ist. Ja, auf kontinentaler Ebene hat man auch sehr viel Hoffnung auf die Afrikanische Union, aber mittlerweile hat man gemerkt, dass die Afrikanische Union eigentlich nur ein Club der Staatsoberhäupter geworden ist. Also diese Struktur ist nur da, um die Macht der Regierenden zu sichern. Es geht gar nicht darum, die Lage der Bevölkerung zu verbessern. Zumindest ist das eine große Kritik. Also man kann so viel Entwicklungshilfe, wie man will, nach Afrika zukommen lassen. Das Geld fließt eigentlich nur in die Hosentaschen der Politiker und des jeweiligen Regimes. Wir müssen, und das ist auch das Gefühl der Jugend, der Jugendlichen, vor allem in der Sahelzone,
wir müssen zu einer zweiten Unabhängigkeit kommen, wo die Afrikaner, also in der Sahelzone und überall, ihre eigenen Präsidenten auch wählen können. Nicht, dass man jemanden, also zum Beispiel im Falle Frankreich, Machthaber unterstützt. Das ist ganz eindeutig im Tschad zum Beispiel. Unser jetziger Präsident wurde auch offiziell, ne? Also das ist nichts Verstecktes, von Frankreich unterstützt, wobei er eigentlich ein Diktator ist. Ja, vielleicht haben Sie von dem gehört, was im Tschad passiert ist. Demonstranten wurden einfach erschossen, offene Straße, und bis heute ist noch niemand vor Gericht gekommen, ne? Und ja, die Regierung sprach von 50 Tote, aber in Wirklichkeit gab es mehr. Man geht von 200 bis 300 Tote aus. Vielen Dank. Also wir haben viel Zeit zur Diskussion, ja? Ich habe hier eher von die Bildung in der Schule, aber generell kann man auch auf genereller Ebene vertreten. Viele unserer die Geschichte, die an unseren Schulen den Kindern beigebracht wird, ist eigentlich wird nicht so sehr auf Afrika zentriert, sozusagen. Ich bin damit aufgewachsen, also als ich auf der Schule war, kannte ich besser die Geografie Frankreichs als die Geografie meines Landes. Vielleicht, also früher hat man gesagt, es gäbe nicht so viele, nicht genug Dokumente bzw. Bücher, die über die Geschichte Afrikas sprachen, aber mittlerweile stimmt das nicht mehr. Seit 1972 hat Joseph Kiserbo, einer der wichtigsten, bedeutendsten Historiker Afrikas, zeitgenössischen Afrikas, riesigen Bänder der Geschichte, Generalgeschichte Afrikas verfasst, also herausgegeben mit vielen anderen Historikern. Also die Geschichte Afrikas ist jetzt dokumentiert. Man hat eigentlich keinen Vorwand mehr. Aber das wird trotzdem nicht gemacht, weil das eigentlich für viele unserer Machthaber keine Priorität ist. Ihre Priorität ist einfach, ihre Macht zu sichern. Also ich spreche, ein Beispiel ist zum Beispiel mein Land, Tschad, wo wir jahrelang Krieg gehabt haben und Bildung gar überhaupt nicht die Priorität unserer unterschiedlichen Regierungen war. Also wenn man in so einer Umgebung wächst, hat man den Eindruck, ja, bei uns ist, also die Zukunft liegt nicht hier bei uns, sondern in Europa. Also wenn man damit mit diesem Idee aufwächst, dann es ist klar, also man wird sozusagen programmiert, nach Europa zu kommen. Und wenn man hier in Europa kommt und merkt, dass die Lage eigentlich nicht so ist, wie man sich vorgestellt hat, ja, dann gerät man wiederum in eine gewisse Krise, die viele Afrikaner, also die neu in Europa kommen, ja, durchmachen müssen, leider. Ja. Also ich spreche nicht nur von Rassismus, ich spreche einfach nur von Identitätsfindung. Wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, wenn ich nicht dazu gehöre? Weil meine ganze Ausbildung war irgendwie auf Europa zentriert. Ich komme nach Europa und ich gehöre nicht dazu. Wer bin ich schließlich? Ja, also hier sind wir wirklich auf einer sehr existenziellen Ebene, die grundsätzlich geändert werden muss, ja, weil das auch die Identität der Leute einprägt, leider. Aber natürlich gibt es auch andere Bereiche, wo auch diese Extravertiertheit noch zu spüren ist. Aber darauf werden wir noch bei der nächsten Sitzung zurückkommen, denn ich habe eine kleine Forschung gemacht, bei der ich eine Kartografie der Identität von Jugendlichen in Afrika
skizziert habe, aber mehr dazu bei der nächsten Sitzung. Also wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann kommen Sie beim nächsten Mal wieder. Also da muss man wirklich, also vielen Dank, ne, für diesen Beitrag. Ich muss schon sagen, dass bei vielen Kolonialstaaten die Kolonisation eigentlich beendet ist, aber bei Frankreich bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Noch nicht. Es gibt nach wie vor den sogenannten Kolonialpakt in neuer Version. Das sind jetzt keine offizielle Verträge, aber es gibt tatsächlich Verträge, bei denen afrikanische Staaten den Zugang zu Rohstoffen zunächst an französischen Firmen geben müssen. Sonst gibt es Ärger. Also ein Beispiel. In der Elfenbeinküste, wo ich arbeite, gab es 2011 einen Krieg, weil man, also das ist einer der Gründe, nicht der Hauptgrund, weil es ging darum, eine Brücke über die Laguna zu bauen. Und der damalige Präsident, der war kein Freund der französischen Regierung, hat den Markt nicht einer französischen Firma, sondern einer chinesischen Firma gegeben. Und kurz darauf hat man angefangen, wirklich die dunklen Seiten seiner Macht wirklich in der Öffentlichkeit zu stellen, und zwar in französischen Medien, also RFI, France 24. Man hat immer über ihn schlecht geredet. Und zu einer gewissen Zeit hat man dann seinen Opponent wirklich unter gutem Licht gestellt. Also er ist der jetzige Präsident. Ja, der ist ein, hat bei der Weltbank gearbeitet. Er könnte das Land gut regieren. Der Grund war nicht da. Der Grund war einfach, dass ein Markt anstatt einer französischen Firma an eine chinesische Firma gegeben wurde. Und es gibt noch viele andere Dinge in die Richtung. Wie wissen wir von all dem, was bis heute noch läuft, unterschwellig zwischen der französischen Regierung und afrikanischen Ländern? Das ist erst vor kurzem, in Mali vor allem, ist alles ja, ausgekommen, in der Öffentlichkeit gekommen. Diese Verträge wurden dann denunziert. Das Gleiche dann in Burkina Faso, in Niger noch nicht, aber immerhin. Es gibt viele Machtstrukturen unterschwellig, die immer noch viele afrikanische Länder unter dem Joch des Neokolonialismus beibehalten. Also der Fall Haiti ist sehr bekannt tatsächlich. Und da. Aber ich glaube, es liegt an Afrikanern selber, diesen Kampf weiter voranzutreiben. Ja. Ja, und einmal habe ich die Frage gestellt, ja, wenn Frankreich sich so schlecht in seinen ehemaligen afrikanischen Ländern verhält, warum folgt ihm die Europäische Union? Weil nicht selten kommt es vor, dass die Europäische Union immer auf der Seite Frankreich steht, selbst in Ungerechtigkeitssituationen. Woran liegt das? Bis vor kurzem im Tschad habe ich gemerkt, dass es nicht mehr so ist wie früher. Es fängt an, die Dinge fangen an, sich zu ändern. Der deutsche Botschafter im Tschad hat die Regierung im Tschad öffentlich kritisiert. Und dafür wurde er ausgewiesen, also zurück nach Deutschland. Und die Europäische Union hat ihn unterstützt. Nicht die Regierung des Tschad oder Frankreich. Frankreich hat sowieso nicht viel darüber gesagt, weil Frankreich steht ja auf der Seite dieses Machthabers. Aber also ich glaube, auch auf Ebene der Europäischen Union, auf Ebene der europäischen Länder, ich glaube, da ist Änderung. Wir sind noch nicht am Ende des Tunnels, aber da fängt schon was an. Also danke für den Beitrag, der uns all das gebracht hat.
Danke für die zwei Punkte. Zum zweiten Punkt sollte ich tatsächlich, das habe ich im Seminar, Begleitseminar, darüber gesprochen, aber das habe ich jetzt nicht so ganz auf den Punkt gebracht. Innerafrikanisch ist die Migration viel, viel wichtiger. Ne? Also ein Beispiel. Jetzt zur Zeit herrscht ja Krieg im Sudan, vor allem in der Sahelzone, in dieser Region. Und viele Flüchtlinge sind in den Tschad hineingekommen und man spricht von Millionen Menschen. Ja, Millionen Menschen auf einmal, also innerhalb von Monaten, ja, die hierher kommen. Und die kann man nicht einfach so rausschmeißen. Teilweise, weil die Mehrheit davon, also das sind Verwandte, Freunde, das ist Nachbarstadt oder Nachbardorf. So sind die in Lagern, in riesigen Lagern, und sind an humanitäre Hilfe angewiesen. Einige werden dann, vor allem die Kinder, werden geschult und später werden die dann im Tschad bleiben, dort arbeiten oder immerhin weiterhin. Also innerhalb von Afrika, also hier gibt es sehr viel, aus Eritrea sind so viele Leute geflohen aufgrund des militärischen Regimes dort. Man kann ja auch von Zentralafrikanischen Republik ist es jetzt ein bisschen besser geworden, aber hier im Süden des Tschad und um den See Tschad herum, das sind alle Migrationsorte, wo man, also wenn man die Zahlen von Europa hört und vergleicht, da gibt überhaupt keinen Vergleich möglich. Also es sind Millionen von Menschen. Das werden wir, auf diese Frage werden wir bei der nächsten Sitzung noch ganz genauer drauf zurückkommen, weil Identität ist ja nicht essentialistisch zu verstehen, beziehungsweise ich bin das oder dies und es endet nichts. Es gibt zwar etwas, das sich nicht ändert in der Identität, aber ich verstehe mich als Tschader, weil ich zu einer tschadischen Geschichte gehöre. Also, wenn man überhaupt Identität besser, also die eigene Identität besser kennen will, muss man ja irgendwie von der eigenen Geschichte was können. Und die Geschichte ist nicht nur das, was in der Vergangenheit passiert ist. Das Ergebnis dieser Geschichte bin ich jetzt, heute. Und die Herausforderungen in der Sahelzone, das sind alle Dinge, die uns helfen zu verstehen, was ist eigentlich vor diesem Hintergrund, was ist eigentlich die sahelische Identität. Also von daher ist es doch wichtig, der Sahel heute und früher zu kennen, bevor man direkt auf die Identität selber eingeht. Sonst wird sahelische Identität als etwas ja, Essentialistisches dastehen und man gehört dazu oder nicht. Nein, die Grenzen sind viel flüssiger, als man denkt. Ich glaube, das hat mit der Entwicklung innerhalb unserer heutigen globalisierten Welt zu tun. Also heute sind die Gesprächspartner aus Afrika nicht nur der Westen. Der Westen ist sogar eine Minderheit geworden unter den Gesprächspartnern Afrikas. Also Afrika war immer natürlich immer offen zur Außenwelt. Also ich habe viel von Europa gesprochen, aber im Ostafrika hier ist die Beziehung zur arabischen Welt oder zu Indien oder selbst zu dem Orient sehr, sehr wichtig gewesen. Allein Madagaskar, also die Mehrheit der Bevölkerung auf Madagaskar kommt aus den indonesischen Inseln. Also insofern war Afrika immer offen zu anderen. Ich habe vielleicht viel zu viel von, also der Sahel stand vielmehr natürlich in Verbindung
zu Westen. Aber in der Globalisierung, in unserer globalisierten Zeit ist es so, dass dieser Kontakt nicht nur regional begrenzt wird, sondern überall wahrzunehmen ist. Ein Beispiel, woher kommt das, dass man mittlerweile Chinesen lieber hat als zum Beispiel Amerikaner oder sogar Franzosen oder Engländer? Vor allem die Einmischung in die Politik. Chinesen mischen sich nicht in die Politik ein. Und das ist sowohl für Diktatoren als auch Nicht-Diktatoren eine gute Sache. Weil der Chinese kommt, ja, er verlangt nicht mal nach Geld, er fragt vielleicht nach Rohstoff direkt, also Erdöl gegen Straßen oder Erdöl gegen Krankenhäuser, was dieser Machthaber nötig hat. Das macht die Sache viel, viel leichter, einfacher. Also die politische Einmischung, also bis jetzt, ich weiß nicht, in den kommenden nächsten Jahren wird es sich wahrscheinlich ändern. Also alles läuft darauf hin. Aber bis jetzt mischt sich China in vielen afrikanischen Ländern, in die Politik vieler afrikanischen Länder nicht ein. Das Zweite ist, dass China keine Kolonialgeschichte hatte mit Afrika als solche. China hat sich immer auf der Seite der Kolonisierten gestellt. Also es ist eine Süd-Süd-Beziehung und die Geschichte spielt hier eine wichtige Rolle. China kann kommen und sagen, hey Leute, wir waren alle kolonisiert, jetzt müssen wir uns mal zusammentun gegen die bösen Kolonialherren. Das ist ein Diskurs, das ist sehr vereinfacht gesagt, aber das findet viel Gehör in vielen afrikanischen Ländern. Und ich glaube, und das kann auch jedermann bezeugen, die Präsenz, die Anwesenheit Chinas in Afrika verändert einfach das Leben vieler Menschen. Ein Beispiel, in mein Dorf ist im Süden des Tschad, irgendwo hier, hatten wir bis vor 20 Jahren, vielleicht 15 Jahren sogar, kein Strom im Dorf, kein Strom. Und nach einigen Jahren Zusammenarbeit mit den Chinesen hatten wir plötzlich Strom dort. Und zwar nicht Strom aus der Leitung, sondern Solarstrom. Also nicht jeder natürlich, aber immerhin, man hatte Zugang zu Strom. Also diese Kooperation hat etwas Konkretes den Menschen vor Ort auch gebracht, was man seit 60 Jahren mit den Franzosen nicht hatte. Also insofern, da ist was. Aber natürlich muss man auch die Gefahren sehen. In Sambia zum Beispiel, in Sambia heißt es, dass China mittlerweile sehr, sehr, sehr mächtig geworden ist und dass ein gewisser Kolonialismus auch dort herrscht mittlerweile. Das muss man noch ganz genau hingucken, aber immerhin, das ist die Logik des Kolonialismus. Das findet man nicht nur in Europa, sondern überall. Insofern sollte man auch irgendwie diese zu optimistische Wahrnehmung der Gegenwart Chinas in Afrika auch ein bisschen mit Rücksicht wahrnehmen. Ja. Genau. Ich glaube, in der Wissenschaft und in der Politik Deutschlands, als ich noch hier Student war, war das eindeutig. Ich gehörte zu einer, ich wurde in einem Netzwerk, African Good Governance Network, ich war Mitglied drin. Das war vom ehemaligen Bundespräsident Horst Köhler gegründet, und zwar für afrikanische Studierenden in Deutschland, damit man irgendwie in Kontakt mit ihnen bleibt. Und wir haben sehr viel über die Politik Afrikas von Deutschland gehört. Damals schon war ganz deutlich, also eindeutig, dass Afrika die Zukunft ist und dass man irgendwie in Kontakt mit Afrika bleiben muss, um sich überhaupt eine Zukunft zu sichern. Neben den großen Mächten, beziehungsweise USA, China und so, muss man auch Afrika präsent. Also es war ganz deutlich schon damals
Ich glaube, Angela Merkel hat es auch gut gemacht. Sie hat sehr gute Beziehungen zu Afrika auch gepflegt. Vor kurzem noch hatte sie einen Preis bekommen, und zwar in der Elfenbeinküste, Le Prix Félix Houphouët-Boigny pour la Paix, also Friedenspreis, hat sie bekommen. Sehr beliebt ist die. Insofern ist Deutschland schon, also man hat den Eindruck, in den Köpfen der Politiker, vor allem einige Parteien, die Regierungspartei, also SPD und CDU vielleicht, bei denen ist es ganz klar, dass ja eine Politikwässe in Afrika stattfinden muss. Das sieht man nicht so ganz deutlich bei Frankreich. Und da ergibt sich sozusagen ein großen Unterschied zwischen der deutschen Regierung und der französischen, schon von damals. Und ich glaube nicht, dass die Dinge sich zum Schlechten verändert haben. Es ist dabei geblieben. Und das ist gut so, soll auch weiter so bleiben, meiner Meinung nach. Wir sind schon